Fertig machen zum zweiten Qualifying. Enrico Wirth aus Aschersleben und Werner Lüttke aus Leipzig haben in der Wertung einen bequemen Vorsprung. Doch ausgerechnet auf der Heimstrecke haben sich die beiden nur auf Platz 4 in der Startaufstellung gefahren. Die Strecke ist noch richtig nass vom Regen und das liegt dem Duo überhaupt nicht. Also sonst die Saison bisher lief ja absolut super für uns. Haben ja von allen bisherigen Rennen außer eins haben wir alle gewonnen. Aber ausgerechnet nun hier auf der Heimstrecke funktioniert es nicht so richtig. Die Strecke ist unheimlich rutschig und bin jetzt im Regen ehrlich gesagt nicht klar gekommen. Bequem hat es der Fahrer in so einem Sidecar nicht. Und der Beifahrer, der braucht starke Nerven, eine gute Kondition und akrobatisches Geschick. Man muss dem Fahrer eigentlich durch die Kurve helfen und mitlenken. Je nachdem, wie ich mich bewege, können wir das Fahrzeug in einen leichten Drift reinsetzen. Desto schneller kommen wir um die Kurve. Je nachdem, wo ich mich bewege oder wo ich mich hinlege, kommen wir schneller aus der Kurve raus. Im ersten Rennen müssen die beiden Lokalmatadoren aus dem Mittelfeld starten. Nur Startplatz 14. Eine schwierige Aufgabe. Die Bahn halb nass, halb trocken. Das macht es schwer, die richtigen Reifen auszuwählen. Das Team Wirth entscheidet sich nicht für Regenreifen und liegt damit goldrichtig. Die Aufholjagd gelingt. Platz 1 in der 600er Klasse. Es war eine sensationelle Aufholjagd. Wir hatten zwar einen Dreher mit dabei, wir sind glücklicherweise in Fahrtrichtung sitzen geblieben. Und es war einfach sensationell, wie der Enrico aufgeholt hat. Ist schon sehr schwer. Vor allen Dingen, weil auch manche Streckenabschnitte noch ein bisschen feucht waren. Da kann man ja dann auch nicht so voll reinhalten. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig machen. Am Nachmittag Rennen 2. Das Team aus Aschersleben hat das Glück noch einmal auf seiner Seite. Trockene Fahrbahn und Sonnenschein. Unter diesen Idealbedingungen fahren Enrico Wirth und Werner Lüttke auf ihrer Heimstrecke die Meisterschaft nach Hause. Glückwünsche nach Aschersleben und Leipzig. Jetzt haben wir es, ja. Jetzt haben wir es im Sack, jetzt sind wir Meister. Danke, danke. Der Meistertitel in der Trophy 600 gleich in der ersten gemeinsamen Saison. Das Rennen morgen können die beiden ganz entspannt angehen.